Zurück an die Elfenbeinküste, wo Andreas 30 Jahre jüngerer Lover David auf noch mehr gemeinsame Zeit mit seiner Kärntnerin hofft. Ich würde gerne wissen, ob du mit mir hier in Afrika noch etwas länger bleibst. Eine hat ja auf das Geschmuse gar keine Lust mehr. Reisebegleitung Margit. Ich muss da ehrlich sagen, ich will am Montag abreisen, gell? Aber du weißt in erster Linie schon, warum wir eigentlich hier sind. Ich weiß, warum du eigentlich hier bist. Na, warum wir hier sind. Warum du hier bist. Es geht um 3-4 Tage. Und die 3-4 Tage vergönnst uns praktisch nicht. Das ist mir zu anstrengend, das ist wirklich. Auch der junge Ivora David versuchte schon, Margit umzustimmen. Doch sein Charme scheint irgendwie nur bei Andrea zu wirken. It's not safe here in Africa. Okay. We cannot go to beautiful places. We must stay here in the hotel. David versteht Margit nicht. It's not safe here. Sehr sicher fühlt sich hingegen Andrea, vor allem in Davids Arm. Du weißt, ich bin nicht alleine gekommen. Ich habe meine Freundin mit und ich habe dir schon gesagt, ich bin mit ihr gekommen, ich werde mit ihr auch wieder gemeinsam nach Hause fliegen. Und wenn Margit am Montag abreisen möchte, dann würde ich selbstverständlich mit ihr zurückkehren. Sorry, es tut mir wirklich leid, aber jeder schöne Moment hat einmal ein Ende. Ah, dass es für ihn gleich schlechte Nachrichten gibt, hört David schon am Tonfall. Reisebegleitung Margit und er werden wohl in diesem Urlaub keine guten Freunde mehr. Das bedeutet, dass unsere Liebe und unser Glück von deiner Freundin abhängen, nicht wahr? Yes. Wenn es nicht wahr ist, beweise es mir, meine Liebe, und bleib länger, auch wenn Margit gehen würde. David bearbeitet seine Andrea lange und ausdauernd. Ob sie letztlich kommt, bleibt? Auf das Abenteuer habe ich mich mehr oder weniger eingelassen. Ich sage jetzt Abenteuer. Mittlerweile ist es mehr als Abenteuer. Das muss ich schon ehrlich zugeben. Ja. Du bist zu schön und hinreißend und bezaubernd, um Nein zu mir zu sagen. Sag also, ja, meine Liebe, damit wir mehr Zeit miteinander verbringen können als nur 3 oder 2 Tage. Okay. Strahlender Sonnenschein, trotzdem getrübte Stimmung. Davids große österreichische Liebe Andrea muss abreisen. Ihre Begleitung Margit will den Urlaub partout nicht verlängern. Auch sie hat gewusst, was sie erwartet. Sie weiß, warum sie in erster Linie da ist. Für mich als Begleitperson. Entschuldigung, dass ich es jetzt sage, dass nicht sie im Mittelpunkt steht, sondern eigentlich ich und David. Ich hätte anders reagiert. Komplett anders. Deswegen habe ich es auch absolut nicht verstanden. Null. Ja. Also du willst natürlich noch immer länger da bleiben, gell? Wenn ich die Chance hätte und die Gelegenheit geboten ist. Und das ist natürlich, ja, natürlich. Ja. Nur für mich hat sich an den Fakten nichts geändert. Die Punkte, die ich angesprochen habe, was mir da nicht taugen, die sind, bestehen ja nach wie vor. Ja, Margit, das brauchen wir nicht wiederholen. Es gibt nur mehr ein Ja oder Nein. Afrika-Fan wird Margit keiner mehr. Andrea hingegen liebt den schwarzen Kontinent. Ich finde es halt toll, wenn man wenigstens einen Kompromiss eingehen könnte. Ich bin jetzt von Freitag, Samstag schon weggekommen. Jetzt stehe ich auf Donnerstag. Vielleicht ist es doch. Boah, jetzt wäre emotional. Andrea übermannen die Tränen. Die drohende Trennung von ihrem David nimmt sie sichtlich mit. Auch er hofft, dass Andrea noch bleiben kann. Vielleicht ist es doch irgendwie machbar, dass wir es bis Donnerstag ausweiten könnten.
Ja gut, also die Entscheidung steht ja noch nicht fest. Ja, Margit, aber jetzt haben wir schon zwei, drei Tage. Ja, David will es wissen, ich will es wissen, ja. Wir müssen planen. Weißt du, das geht auch nicht im letzten Moment. Das ist mir schon klar. Und was der im letzten Moment eine Entscheidung treffen, ist auch nie gut. Ja. Also wir müssen einmal auf den Punkt kommen, wir müssen uns entscheiden, was wir auch machen. David hat mich jetzt auch drei, viermal hintereinander gefragt, hat mich angefleht, wenigstens auf zwei, drei Tage zu bleiben. Das Flehen, Bitten und Betteln erweicht Andreas Herz. Aber auch das von Margit. Ich habe von Donnerstag noch kein Wort erwähnt. Ja. Er hat selber gesagt, wenigstens zwei, drei Tage noch. Und ich habe gesagt, ich muss mit dir noch drüber reden. Egal, wie du dich entscheidest, ich schließe mich dir an. Ich habe es noch einmal wiederholt, ich bin mit dir gekommen, ich werde mit dir wieder gehen. Es sind die Tränen gekommen. Man sieht, dass dir das wirklich ein Anliegen ist. Ob die Margit nicht doch einen Kompromiss eingehen kann, so wie ich auch, dass nicht das fünf Tage wären, sondern nur drei Tage, würde mich auch schon glücklich machen. Für mich zählt jeder Tag. Ich bin mittlerweile bereit, einzulenken. Geht die junge Liebe in Verlängerung? An der Elfenbeinküste macht Margit gute Miene zum verliebten Spiel und gönnt ihrer besten Freundin noch ein paar Tage David. Doch Margit wäre nicht Margit, gäb's nicht doch noch ein paar kritische Fragen unter Palmen. Wie stellst du jetzt vor, wie das dann danach, wenn wir daheim sind, wie das weitergeht mit euch zwei? Es ist alles offen. Das ist ein riesengroßes Fragezeichen. Ich kann es im Moment überhaupt nicht beurteilen. Irrsinnig schwierig, irrsinnig schwierig. Aber okay, ich habe wohl gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe wohl gewusst. Es wird nicht einfach werden. Und wovon hängt das ab? Weil du sagst, es ist alles offen. Du weißt das nicht. Hat das Gründe? Ja, also der erste Hauptgrund ist das Finanzielle. Brauchen wir nicht reden. Ohne Geld keine Musik, ist so. Wo das Finanzielle in egal Afrika, jetzt. In Österreich. Ist jetzt egal, ob er jetzt zu mir nach Österreich käme, was ja fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, jetzt auf fix. Auf fix? Fix schwierig. Wäre natürlich schön, wenn er mal eine Woche, 14 Tage käme, damit er sich das einmal anschaut. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch in Österreich glücklich werden könnte. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich möchte mal von seiner Mutter nicht losreißen. Ob Mama Yvonne der Liebe im Weg stehen würde? Hast du jetzt mit David konkret darüber geredet? Also nicht, dass es nicht gut ausschaut für ihn, dass er nach Österreich kommt, sondern dass es eigentlich so gut wie nicht möglich ist. Ist ihm das bewusst? Nein, nein, das haben wir schon früher immer geredet. Ich sage, in Österreich hast du keine Chance. Du hast keine Chance. Dass die Auflagen in Österreich so hart sein. Ja, das habe ich ihm alles gesagt. Versteht er das? Weil er hat im Gespräch mit mir wieder erwähnt, wenn er in Österreich lebt, er muss schnell Deutsch lernen, weil er dann in Österreich lebt. Und das ist für mich nicht geklärt. Jetzt hat Andrea noch ein paar schöne Tage. Und die soll sie mit Sorgen und schwierigen Gesprächen verplempern? Wie ihr zwar darüber gesprochen habt. Nein, ich habe ihm jetzt auch wieder die Frage gestellt. Also so wie es ich verstanden bei ihm habe, im Vordergrund steht ihm, dass er mit mir zusammen ist. Sei es jetzt Österreich oder Afrika. Bei ihm steht im Vordergrund, zusammen zu sein. Okay. Ich weiß, dass ich dich liebe und du die Liebe meines Lebens bist. Da, sowas will Andrea hören. Wow. Ich denke, dass es für die beiden überhaupt keine Zukunft gibt. Weder in Afrika noch in Österreich. Aber er hat dadurch, dass du keine konkreten Gespräche mit ihm über das Thema führst, hat er immer die Hoffnung, dass es vielleicht doch in Österreich klappt. Und das finde ich ihm gegenüber unfair, dass das nicht besprochen wird mit dem Tahel. Es ist nicht möglich. Ja, kannst du gerne machen, Margit. Du kannst ja gerne mit ihm reden. Ja, ist ja kein Problem. Nimmt Margit nun das Heft in die Hand? Zerstört sie Davids Träume von der Zukunft im fernen Österreich? Und an der Seite von Andrea? Mir kommt, dass sie träumt. Sie ist eine Träumerin. Sie stellt sich alles so easy vor und das ist das aber bei Gott nicht.